Guck mal, was ich gefunden habe. Da war ich so 15, 16. Guck mal. Kennst du den? Der Punk? Der Punk in der Mitte. Warte. Pubertät. Für dich mittendrin, hast du auch sowas? Ja, warte, ich hab ganz gerne abgeklebt. Damit man das sehen kann. Ja. Ich habe aber die Haare ganz kurz gehabt. Das war so mein Clue. Aber die Sendung heißt Pubertät. Folge 21 von Wunschwort FM. Und Christian, wir haben was gelernt, was wir jetzt machen sollen, ne? Ja, wir sollen sofort am Anfang der Sendung im YouTube-Enhanced-Style darauf hinweisen, dass man unsere Sendung abonnieren soll. Und dafür müssen wir Sachen sagen wie schrill, steil, musikalisch, okay, oder noch so ein anderer Wunschwort. Genau, jetzt abonnieren, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau. Ja, abonniert uns, wir brauchen eine gewisse Zahl von Abonnenten auf dem YouTube-Kanal, denn das Ding ist in den letzten zwei Wochen, darf ich erstmal deinen Part von sonst immer einnehmen, ist in den letzten zwei Wochen so ein bisschen hochgegangen. Ich glaube, wir hatten 3000 Zuschauer auf der letzten Folge, und das heißt aber auch, wenn wir unseren Wunschwort-YouTube-Kanal endlich mit einem Namen versehen dürfen, brauchen wir noch so ein paar Abonnenten, deswegen tut uns einen Gefallen und klickt ganz kurz hier. Das sollen wir sagen, sowas, ne? Das sollen wir sagen. Ja. Und da schäme ich mich auch fast so ein bisschen dafür. Wofür ich mich nicht schäme, ist ganz kurz zu erwähnen, dass wir heute kein Band-T-Shirt, sondern ein T-Shirt der kleinen Brauerei Moorbuben aus dem Norden Hannovers. Der Stoff ist toll, aber es ist so ein bisschen, sitzt so ein bisschen. Also ich sehe Bodybuilder-mäßig aus. Ne? Hätte jetzt auch, aber ihr seht jetzt hier, wir trinken das Bier Friedel. Ich noch nicht, ich probiere das jetzt gleich. Kritisch, grade, wie wir immer sind. Wir sagen auch, wenn es nicht schmeckt. Gerade frisch gegründet von vier Jungs aus dem Moor, das man aber noch nicht so richtig kaufen kann, sondern nur, wenn man zu den Jungs in den Laden fährt. Das heißt Friedel, das ist der Name des Opas, einer der Gründer, nämlich der Opa von Olli Hennies. Und der war ein Gastronom und war für seine Gastfreundschaft bekannt. Und jetzt lass uns doch mal dieses Bier trinken. Herausgekommen ist nämlich ein naturtrübes Kellerbier mit IPA-Anteilen. So, oh, das kann ja nur schmecken. Das kann ja nur schmecken. So, also bevor wir loslegen. Lecker! Ist nicht deins? Doch, muss man sich ein bisschen reintrinken, glaube ich. Ich finde das. Muss man sich ein bisschen reintrinken. Aber das Geile ist auf jeden Fall ein Liter, das trägt uns durch die Show. Wir haben das wunderbare Wunschwort, ja, tatsächlich Pubertät. Und ich darf vielleicht vorweg schon mal sagen, ich war eben bei Freunden noch und wir haben schon mal angefangen, so ein bisschen zu schwelgen. Ich fand das Wort erst ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Aber man fängt sehr schnell an, sehr viel damit zu assoziieren und sich wunderbare Geschichten zu erzählen. Das wollen wir heute tun mit zwei ganz herrlichen Gästen dafür, Christian. Wer ist denn deiner? Ja, bevor ich das mache, du hast einen Agendapunkt übersprungen. Wir haben ja noch was gelernt. Wir sind von neuen Gästen darauf hingewiesen worden, dass nach Folge 20 immer noch nicht ganz klar ist, was wir hier machen und wir es am Anfang einfach mal erzählen sollen, weil bei jeder Folge ja neue Fans, wie wir gelernt haben, dazukommen. Also diese kleine Familienshow, wir sind eine Independent-Internet-Fernsehsendung. Ja, und wir laden jedes Mal zwei bekannte, gute Freunde, Menschen ein, mit denen wir uns über diese Wunschwörter unterhalten. Diese Wunschwörter werden uns von netten Leuten aus dem Internet zugespielt und dann müssen wir uns daran abarbeiten. Das tun wir, indem wir vier Personen sind, die jeder einen Song mitbringt. Da hören wir rein und jeder erzählt die Geschichte. Warum ist das eigentlich der Song dazu? Und das macht es ganz kuschelig, bleibt jetzt hier dabei. Die nächsten 50 bis 55 Minuten werden sehr musikalisch. Ich habe. So, jetzt haben wir aber auch wirklich alles gemacht, was man so YouTube-mäßig machen muss. Und man kommt sich so ein bisschen sticky vor, merke ich dabei. Nichtsdestotrotz, komm zu deinem Gast. Wen hast du? Ich habe einen meiner Lieblingssänger dabei. Das wird ihm hoffentlich jetzt hier im Wartebereich schon das Rot aufs Gesicht treiben, den ich immer mal, lieber Christoph, ich wollte dich eigentlich immer mal bei The Voice of Germany anmelden, habe ich aber nie gemacht, weil ich glaube, also auch da aus der Generation sind wir raus, viele in der Pubertät machen das ja, dass er einfach Leute dafür anmelden. Christoph ist nicht nur ein begnadeter Musiker, Filmkomponist, alles Mögliche, sondern Christoph hat auch drei Songs gemacht, die ich total, total cool finde. Es gibt eine Version von Aurelie von Wir sind Helden, die hat Christoph mit seiner Big Band, glaube ich, eingespielt. Die finde ich großartig. Eine absolute Empfehlung, das sich mal anzuhören.
mit seiner Band Tanner hat er mir den Song Am Arsch vorbei kredenzt, den ich auch heute immer noch großartig finde. Und er weckt mich auf an seiner Band Milou und Flint. Da kennst du Christoph vielleicht auch schon. Wir hatten ja auch schon mal hier, haben da hier auch schon mal reingehört. Bei Dressed for Success, genau. Bei Dressed for Success, das T-Shirt war nicht so ausgeschnitten. Da hat er mit Weck mich auf mal den Soundtrack für ein kleines Startup geliefert, das ich mal vorhatte zu gründen. So, also Christoph schreibt Filmmusik, spielt Trompete in etlichen Produktionen. Es gibt eine Big Band, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch gibt, mit seinem Namen. Er liebt Videoschnitt und versucht jetzt gerade, sich hier in unsere kleine Familiensendung zu reinzuschneiden. Genau. Da ist er nämlich. Christoph Van Aal. Hallo. Hallo. Hey Christoph. Danke für die Einladung. Das ging ja runter wie Öl, Christian. Ja, ich habe das eben noch Ute erzählt, dass du heute hier zu Gast bist und genau diese Songs kamen auch nochmal zum Vorschein. Wir haben schon tolle Konzerte gemeinsam nicht bestritten. Ich habe Bier getrunken und Christoph hat auf der Bühne Trompete gespielt. Ja, vielen Dank für die gute Zeit und Christoph, schön, dass du dabei bist. Magst du uns ganz kurz, wie sich das für so einen Künstler in Zeiten wie diesen gehört, ganz kurz erzählen, an was du gerade so arbeitest? Also wir fragen eigentlich nicht, an was man nicht arbeiten kann, sondern wir fragen eigentlich, an was du gerade arbeitest. Erzähl uns mal ein bisschen was. Also ich habe heute den letzten Stein meiner Terrasse, die ich neu gemacht habe, gesetzt. Die habe ich aber schon im letzten Jahr angefangen, aber es fehlte noch ein Stein, den habe ich heute zu Ende gesetzt, das, weil ich liebe auch handwerkliche Berufe, weil in der Musik ist ja oft so, du machst und übst und tust und du siehst das ja nicht und deswegen liebe ich Handwerker, da baust du einen Tisch oder einen Stuhl oder letzte Terrasse habe ich gemacht und dann siehst du das am Ende. Also das habe ich heute gemacht, aber musikalisch habe ich diese Zeit genutzt, nachdem ich mich am Anfang ein bisschen aufrappeln musste und habe gesagt, so, ich möchte jetzt endlich eine Solo-Platte machen. Und ich muss gar nicht, wo muss ich jetzt eigentlich hingucken? Ich gucke jetzt immer dich an, ich muss in die Kamera aber schauen, ne? Da oben. In dieses Ich guck jetzt auch einfach da runter, egal. Ja. Und dafür habe ich die Zeit genutzt und habe jetzt angefangen, eine Soloplatte zu machen. Und du weißt ja, mein musikalisches Herz ist groß, weil du hast ja schon gerade die Big Band auch erwähnt. Also ich liebe einfach Musik. Ich kann da gar nicht jetzt wirklich das in den Schubladen stecken. Und mein großer Wunsch ist aber immer, bevor ich 50 werde, habe ich noch ein bisschen Zeit. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, eine Jazzplatte zu machen. Also so in so eine Hommage an die 60er Jahre. Also ganz großes Orchester, so diese Sachen Ella Fitzgerald oder Sarah Vaughan mit Strings. Also hieß ja damals. Oder auch kleinere Stücke Bossa Nova, wirklich oder ein bisschen boppig, wie auch immer. Da habe ich jetzt angefangen und habe 4 Titel fertig. Und dafür nutze ich gerade die Zeit. Ich spiele dann viele Instrumente selber, wie du weißt. Aber singen werden diesmal internationale Gäste, die ich kennengelernt habe, in dieser Zeit auch. Ach so, ja cool. Aber das nimmt er dann im Studio auf und nicht über Zoom? Nee, das nehmen wir im Studio auf. Also die, in dem Fall, ich schicke denen quasi die Musik und so wie es ja heute ist, weißt du selber, ich sehe auch bei dir Gitarren stehen, das kann man ja heute bei sich sehr gut im Home-Recording machen. Das wird ganz toll. Da freuen wir uns drauf. Sag uns rechtzeitig Bescheid, wann das soweit ist. Christian, ich muss dir noch eine Sache sagen, habe ich vergessen. Guck mal, was ich mir da hinten hingestellt habe. Auf die Gitarre, da steht ein Foto von Eddie. Von Eddie. Von Eddie, den habe ich ja auch. Von Eddie Vedder, weil er hat das nämlich da hinten hängen. Alles klar. Christian, wen hast du mitgebracht? Ich habe so einen alten Fahrensmann, will ich sagen. Wir kennen uns nämlich schon fürchterlich lange. Einen Fahrensmann? Ja, sagt man doch so. Oder? Das ist doch nett. Und das ist ja so ein Wegbegleiter. Ich weiß es nicht. Sowas. Hat sich auf jeden Fall schon zugeschaut. Herzlich willkommen, nämlich nicht nur. Wir haben uns mal kennengelernt, da warst du noch Nachrichtenchef bei Hitradio Antenne. Und mittlerweile bist du beim NDR als Hörfunk- und Fernsehredakteur tätig, bist aber vor allen Dingen auch erstmal Stadionsprecher des VfL Wolfsburg und, was ich mindestens genauso spannend finde, auch nochmal Sprecher der deutschen Nationalmannschaft. Und das ist der VfL. VfL läuft gerade, glaube ich, super. Als wir letzte Woche sprachen, sagtest du, ja, ich musste gerade noch einen Sieg zu Hause einfahren und komme dann aber gerne zu euch in die Sendung. Und deswegen Georg Pötsch, meine Damen und Herren. Georg Pötsch heute bei uns. Cool, dass du dabei bist. Georg, sag mal ganz kurz, neben dem VfL Wolfsburg, Stand der deutschen Nationalmannschaft. Wie offen darfst du dich äußern? Und, und bist du auch schon rausgeschmissen worden? Aber gleich mal so eine softe Einstiegsfrage, finde ich gut. Knallhart recherchiert. Wunschwort mischt sich ein. Ja, genau. Erstmal finde ich es echt schön, fühle mich ziemlich geehrt, hier bei euch zu sein.
Interessantes Konzept. Ich bin gespannt, was da heute Abend noch so passiert. Nur Geiles. Ja, zum DFB kann ich tatsächlich ganz wenig nur sagen, weil normalerweise ist es tatsächlich so, dass wenn wir so Länderspiele haben oder Pokalfinale ist ja jetzt morgen dann auch, dann verbringen wir natürlich auch viel Zeit miteinander und man hat Zeit mit den DFB-Leuten ein bisschen zu quatschen und trifft Leute im Umfeld und natürlich redet man auch über das, was da so passiert. Im Moment treffe auch ich fast niemanden und die haben auch anderes zu tun, als mit mir zu telefonieren und mir zu erklären, wer neuer Präsident wird. Ich wollte gar nicht auf den neuen Präsidenten, das fällt mir gerade, das ist ja ganz habe ich gar nicht drauf geachtet, das ist ganz krasse Diskussion, da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Ich wollte eigentlich so ein bisschen Richtung Yogi und EM ein bisschen locker einsteigen und unsere EM-Chancen smoother. Das tut mir leid. Da stelle ich gleich eine Frage. Also das heißt, du fährst für den DFB auch auf alle Nationalmannschaftsfahrten mit oder auch auf die, also alle Pokal, alle offiziellen DFB-Spiele und bist dann der Stadionsprecher? Na, nicht alle. Also es ist so, wir sind vier Sprecher und ein Mädel beim DFB. Wir arbeiten für die A-Nationalmannschaft, für die Frauen und für die U21. Und immer wenn die in Deutschland spielen, eine dieser drei Mannschaften, ist mindestens ein Näher oder ein Näh von uns da im Einsatz. Also bei den A-Länderspielen sind wir meistens zu zweit. Gehen wir mal davon aus, ist das Publikum da. Pokalfinale machen wir auch zu zweit. Und bei der U21 und bei den Frauen ist es immer nur ein Näher bzw. ein Näh. Das hat den schönen Nebeneffekt, dass ich so ziemlich in jedem Stadion in Deutschland schon mal irgendwas angesagt habe. Das ist tatsächlich für jemanden, der nicht nur Fußballfan ist, sondern auch Bock auf so Stadien hat, echt was Cooles, weil man so ein Stadion auch nochmal ganz anders erlebt, wenn man in den Katakomben unterwegs ist und mal im Spielertunnel rechts, links gucken darf. Das ist das eine. Dann betreuen wir das Pokalfinale. Also die Spiele davor, die finden ja bei den jeweiligen Heimmannschaften statt. Da halten wir uns raus. Wir machen das Pokalfinale in Berlin immer zu zweit. Morgen leider nur ein Kollege alleine. Deswegen habe ich morgen keinen Fußballeinsatz. Du kannst Bier mit uns trinken, das ist genauso gut. Genau. Ja, ist auch eine gute Idee. und manchmal hat man auch das Glück, das hatte ich vor 3 Jahren, das ist schon länger her, 2016 mit zu einer Europameisterschaft fahren zu dürfen. Da war ich in Frankreich unterwegs mit der deutschen Nationalmannschaft und habe da alle deutsche Spiele gemacht. Das war natürlich nochmal extra cool. Christian, hasst mich ja immer, wir kippen immer so ein bisschen leider immer in den Fußball rein, aber ich kann das total nachvollziehen. Jetzt muss ich leider eine Anekdote ranwerfen. Ich glaube, das, was mich tatsächlich am meisten gekriegt hat, waren also 2 Fahrten mittlerweile auf den Betzenberg zum FCK. Ja. Das ist tatsächlich, das ist für, also wenn du dann durch das Fritz-Walter-Tor ist das, ne? Wenn du dann ist das Stadion heißt das. Bitte? Fritz-Walter-Stadion. Ja, aber da gibt es tatsächlich einen eigenen Eingang. Es gibt einen eigenen Eingang, das heißt Fritz-Walter-Tor, wenn du davon richtig den Berg so hochkommst. Das war tatsächlich, da habe ich mich richtig drauf gefreut und da war richtig so Gänsehaut-Feeling. Ganz, ganz, ganz geil. Kann ich total nachvollziehen, auch wenn man dann diese ganzen Touren mal gemacht hat. So ein paar Stadien fehlen mir leider noch, aber ich glaube, du hast sie dann zumindest die großen wahrscheinlich alle, ne? Also erste und zweite Liga habe ich komplett. Mal gucken, wer jetzt noch so aufsteigt. Aber das, also es ist immer wieder spannend. Stadien werden ja auch umgebaut und ich bin zu einem totalen Stadionarchitektur-Fan geworden, weil es echt irre ist. Und ich finde inzwischen, ich weiß nicht, wie es euch sonst geht, aber jedes Stadion hat ja irgendwie auch so eine eigene Atmosphäre. Also ich glaube, Musikern geht das so, dass Bühnen und Konzerthallen irgendwie eine eigene Ausstrahlung haben, wo man das gar nicht so richtig festmachen kann, woran das so genau liegt. Häufig wahrscheinlich die Akustik. Bei Fußballstadien ist es so, das hat natürlich auch viel mit Akustik zu tun. Also beispielsweise das Stadion in Marseille, wo wir bei der Europameisterschaft im Halbfinale gegen Frankreich ausgeschieden sind, ist eine unfassbare Resonanzschüssel. Das ist so brutal laut, dass du wirklich da mit dem Tinnitus rauskommst. Aber auch sonst, irgendwie haben Stadien eine Atmosphäre. So, und das überträgt sich total. Und das mag ich. Das ist wirklich spannend. Dein Tinnitus-Lieblings-Playground oder wie sagen wir es? Stadion? Halle? Oder wie auch immer? Naja, also erstmal muss ich dazu sagen, ich bin ja ein Kind des Ruhrpotts. Ich bin ja erst mit 1997, ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber nach Hannover gekommen. Ja, erst. Das fühlt sich gestern an. Ich bin jetzt länger Hannoveraner als Essener, aber ihr könnt euch vorstellen, also na gut, RWE. Rot-Weiß. Rot-Weiß hat 56 zum letzten Mal, glaube ich, einen deutschen Titel geholt, aber ich war nicht weit weg von Schalke und mein Cousin war natürlich totaler Schalke-Fan und
das hast du jedes Mal mitbekommen, wenn die gespielt haben oder wenn die bald spielen, der war in einem Dauermodus. Also der hatte alles, ich weiß, meine Kindheit war, alles war blau-weiß bei ihm, Bettdeck etc. Und an der Wand hingen dann die KISS-Plakate, vor denen ich Angst hatte vor den Typen mit dieser Zunge raus. Ne? Aber mein persönlicher Halle oder Raum, wie auch immer, als Stadion haben wir auch gespielt, weil ich durfte ja mit dem Kollegen Eckhoff, der schon mal bei euch in der Sendung war, mit Wir sind Helden unterwegs sein. Aber ich kann es gar nicht wirklich dingfest machen. Vielleicht muss ich sagen, ich finde, die Clubs haben mich immer mehr gereizt als die großen Hallen. Also viele Menschen faszinieren, aber das ist manchmal, du spielst, das ist irgendwie, du bekommst keine Nähe dazu. Das ist irgendwo da hinten im Raum. Und deswegen kann ich nur sagen, der schlechteste Raum, kann ich nur deswegen sagen, das schlechteste Stadion ist der Stadtpark Hamburg, weil da ist die Bühne aus Stein. Und nichts schwingt weniger als Stein. Also da stehst du da und du spürst gar nichts. Es ist ganz furchtbar. Also deswegen, Clubs mag ich am liebsten, weil es so nah und die Akustik gut. Und Stadtpark Hamburg ist furchtbar. Jetzt wird es brutal. Ja, bitte. Ja, sei brutal. Da stehst du und spürst gar nichts, sagt Fatal. Ja. Wir wollen auf das Thema Pubertät zu sprechen kommen. Und wir sind ja. Stellt euch darauf ein, ich habe heute ungefähr 85 von diesen Sendungen schon gemacht mit dem Thema Digitalisierung. Mich reizt es jetzt endlich, über richtige Sachen zu sprechen. Darum jetzt Pubertät. Christoph, du hast heute das Glück gezogen, den ersten Song zu präsentieren. Ich habe den am Anfang durch den Upload-Filter-Check durchgelaufen. Das mit Video wird nicht klappen. Wir können das Video gucken, aber wir können deinen Song vermutlich hören. Ich werde das irgendwie hinbekommen. Seid ihr bereit für PowerPoint-Karaoke? Wir setzen uns hin bis zum ersten Refrain. Christoph, möchtest du im Vorfeld was zu dem Song sagen oder dürfen wir erstmal reinhören? Erstmal hören. Großartig. Ja. Aber warum, was hat das Ganze für dich mit Pubertät zu tun? Außer, dass wir offensichtlich alle zur selben Zeit in der Pubertät wahrscheinlich ungefähr waren. Eben, also ich wusste schon mal, dass Christian definitiv auch Fan von dieser Band ist. Und im Vorfeld habe ich das Wort erfahren, dass er auch ersten Song von Spin Doctors nehmen wollte. Darf ich doch jetzt sagen. Ja, darf ich jetzt sagen. Ich finde das total witzig. Ist schon durch. Nein, also ich meine, wie gesagt, ne, ich bin Kind der 80er, das heißt, in den 90ern war ich dann so mittendrin in der Pubertät und ich habe ja mit Trompete angefangen und Trompete ist ja total unsexy. Hab ich auch. Ehrlich? Ist, ja. Aber ist ja bei Mädels unsexy, also James Last kannte keine Sau. Und in den 90ern war auch... Bei mir war das noch viel unsexier. Ich habe im christlichen Posaunenchor Schildische in Bielefeld gespielt. Erste Trompete geblasen. Und das... habe ich noch einen Pubertätsspruch. Das gab nämlich dann bei uns immer, da haben wir uns nie was bei gedacht. Hat Mama und Papa immer einmal im Sommer den ganzen Posaunenchor zum Gartenblasen eingeladen. Und das ist so scheiße. Haben wir uns nie was bei gedacht, bis das dann irgendwann von außen mal mitkommen. Wie nennt ihr das? Du, ich bin zum Blasen gekommen, weil wir im Ruhrgebiet hast du ja diese Schrebergärten, ne, so mit Taubenverschlag und so weiter. Und da stand da mal so ein Schild, da würde ich heute niemals mehr anrufen. Da stand, Blasen macht Spaß. Und dann war da eine Telefonnummer drunter. Und so bin ich dann zum Posaunenchor gekommen. Da willst du heute gar nicht mehr anrufen. Also ich meine, häng mal so ein Schild in den Garten. Naja, wie gesagt, aber Trompete war unsexy. Und wollte auch wo spielst du da mit Trompete mit, in welcher Band? Ne? Die 70er waren vorbei, wo man irgendwie Hörner hatte, 90er waren einfach Hörner out irgendwie. Und deswegen habe ich mir meine erste E-Gitarre bei einem Supermarkt in Essen-Frintrop Plassmann erarbeitet in den Osterferien. Das war eine rote Fender Strat USA.
Also ich habe einen großen Anteil davon selber beigesteuert. Und als ich die dann hatte, ging es gleich los mit, erst fand ich Dire Straits cool. Und dann kam ich, da kam ich über meinen Cousins so hin, die auch Kiss hatten, jetzt hätte er schon erzählt, aber dann kamen die Spin Doctors für mich persönlich um die Ecke. Und ich war auch zu der Zeit schon ein bisschen auf Jazz, aber dann habe ich gemerkt, ey, das ist echt cool. Und dann waren natürlich dieses Two Princes, es konnte jeder, und dann habe ich eher quasi mit Little Miss Can't Be Wrong dieses Gitarrenlick geübt. Aber das Schlimme ist, ich kann das nicht mehr. Das ist Wahnsinn, was man, es ist nicht so tief ins Unterbewusstsein gekommen wie manch andere Dinge. Das ist eine, diese Band ist für mich eine, darum war es auch ein Kandidat, den ich hier spielen wollte, ist eine von den Bands, die ich für mich behauptet habe, für mich entdeckt zu haben. So ja, in meiner, auch. Weißt du, bei Frontline durch die Kataloge durch, ja, und ja, bei genau. Disc Center so. Das, ich habe nochmal nachgeguckt, 91 war das, da habe ich die entdeckt. So, ja, das in meiner. Und dann kam Two Princes irgendwie und alle fanden das gut. Und bei mir war das jetzt halt nicht der Song, sondern bei mir war es Jimmy Olsen Blues, weil der noch dieses, das andere Gitarrenintro noch hatte. Und was ich jetzt, wenn ich das Video sehe, das ihr wahrscheinlich nicht gesehen habt, der Typ ist halt auch so geil gewesen, der Sänger, ja. Der hat ja, also wie so ein, das war ja eine, eigentlich war das ja so ein, ist das ja so ein Della Soul Video von den Farben her, in dem halt irgendwelche verstrahlten Typen aus New York halt irgendwie mit einem geslappten Bass und der Gitarre irgendwie völlig unrührt. Also das war ja völlig durcheinander eigentlich so. Ja? Das Krasse ist, jetzt haben die, du kannst auch dann in der im Netz, 30 Jahre später haben sie aufgenommen. Das finde ich immer so geil, wenn du so die Typen dann anguckst und denkst, what? Und ja, ich gucke mir selber Bilder an von 1997, als ich nach Hannover gekommen bin. Also das finde ich immer so dieses Irre auch daran, wo diese Typen landen. Aber die haben bei Musik machen immer noch genau den gleichen Fun. Haben ein paar Instrumente mehr, weil ich glaube, sie haben ein bisschen mehr Kohle gemacht damals. Aber müsst doch mal reinschauen. Die spielen auch noch, ja? Die spielen noch, ja. Okay. Genau. Ja, sind die drei Stücke, die man so kennt, oder Georg? Das Two Princes, Jimmy Olsen? Ja, pass auf, ich habe eine Fachfrage, weil wir, glaube ich, alle so ungefähr aus der gleichen Ecke geburtsmäßig kommen, jahrgangsmäßig. Ich habe die live gesehen in Bremen im Modernes, als die Platte rauskam. Und das war ein Doppelkonzert und ich bin mir nicht mehr sicher, mit wem. Ich überlege die ganze Zeit schon. Ich glaube, es waren die Lemonheads. Aber weiß das einer von euch, mit wem die auf Tour waren in Deutschland, als die Platte rauskam? Kann ich dir nicht erzählen, aber Mrs. Robinson und Lemonheads war meine zweite Songwahl, die ich durchgenommen habe. Ich glaube tatsächlich, dass das die beiden waren. Das war ja auch ungefähr so eine Zeit, als die Lemonheads in Deutschland irgendwie erfolgreich waren. Mit Even. Ja, genau. Wie hieß nochmal das? Da gab es doch ein so ein hübsches Mädel. Wie hieß denn die von den Lemonheads? Da komme ich noch drauf. Müsste alles jetzt recherchieren. Ja. Liefern wir nach. Aber Lemonheads in der Tat, da hatte ich zwei Alben mir gekauft und die waren so. War das denn live gut? Das will ich gerade fragen. Das war super. Das war super live, weil es irgendwie, also ich weiß noch, es war im Sommer und die haben ja so ein Dach, wo du so eine riesen Luke aufmachen kannst in Bremen, da in diesem Club. Und das war halt überragend, weil es fing dann irgendwann an zu regnen und ich stand relativ weit hinten, so lauer Sommerabend und plötzlich fängt es an zu regnen und du siehst, wo dieses Loch in der Decke ist, regnet es plötzlich in der Halle. Weil die es einfach komplett aufgemacht haben, weil es warm war irgendwie und plötzlich, du guckst halt auf die Bühne und siehst so im Gegenlicht, ey, warte mal ganz kurz, da vorne regnet. Das war total abgefahren. Also das war halt so ein wirklich komplett chilliger Abend, zu dem einfach die Musik gut passte. Überragend. Das hat live super funktioniert. Sensationell. Aber Spin Doctors habe ich nie so verfolgt, aber wenn du dann nochmal genau hinhörst und dann diesen funkigen Bass da reinziehst und so weiter und du sprachst gerade, Christoph, auch nochmal von den Gitarrenlicks und der Gesamtatmung, Instrument konnten wir ja schon, ne? Offensichtlich. Ich habe immer so nicht so richtig hinter diesen Smash It Two Princes nie so richtig hingehört, ehrlich gesagt. Das lief immer so für mich mit. Und, Ich meine, du siehst da, wenn du so ein bisschen die Geschichte liest, dann siehst du einfach, das waren Jungs wirklich, die durch Zufall dann auch zu einem Plattendeal kamen. Ich habe es jetzt ganz wirklich vergessen. Ich habe gestern mal ein bisschen gegoogelt. Jetzt schieß mich tot, siehst du, schon eine Nacht drüber geschlafen. Aber ich meine, ja, die haben ihr Handwerk gemacht und es wurde irgendwie salonfähig in der Zeit. Ich meine, Grunge kam dann. Und also definitiv, man merkt, dass die können ihr Handwerk einfach, ne? Ja. Waren übrigens, und das war damals mein Recherchestart. Es kann sein, dass es das nicht stimmt, aber ich meine, dass die bei Epic
waren. Und ich habe damals alles irgendwie, ich fand das alles irgendwie cool, was bei Epic auch so, das war ja so dieses voll kapitalistisch, aber nicht ganz kapitalistisch geprägte, ja, da konntest du ja ein paar Platten da irgendwie auch hören. Ich fand diese bunten Videos ganz gut und Two Princes war ja, glaube ich, ein Schwarz-Weiß-Video dann, also es war halt irgendwie alles so Hippie-Rock. Ist Epic von Faith No More auch bei Epic erschienen? Nein. Okay. Ich hau das einfach raus. Nein, natürlich nicht. Ich bin gerade offiziell beeindruckt, dass du dich zu der Zeit bei deinem Musikgeschmack nach dem Label gerichtet hast. Ja, weil du das, also ich, ey, das habe ich erst deutlich später angefangen. Nein, das haben wir doch. Beachten, was da hinten drauf steht. Was hast du? Das haben wir doch gelesen. Also ich habe, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe, also jetzt sind wir ja in der Pubertät quasi, ne? Also ich habe mir damals diese Kataloge, diese Mail-Order-Dinger, die habe ich gekriegt, ja, und ich habe die durchgelesen und habe mir 7 Inches gekauft, nur weil irgendwelche Menschen geschrieben haben, dass Bob Mould bei Husker Du bei Track 3 achtet auf die Gitarre in Teil 2 und sowas, ja. Da gab's ja nun das Internet, das nicht, wo du dann halt irgendwie von anderen Influencern, das waren dann halt die Typen, die Katalogtexte geschrieben haben. Ne? Vielleicht müssen wir mal so einen einladen, jetzt nicht dieses, ja. Die so damals Katalogtexte dazu geschrieben haben. Du, ich bin ganz ehrlich, ich bin einfach zu Karstadt gerannt. Das musst du mal reinziehen. Essen-Borbeck, Karstadt, bin ich ja reingerannt und dann geguckt, was ist angesagt. Und dann, das war damals die, auch als eine Single, meine ich, und dann einfach, mich hat dieses Foto angemacht. Also es ist oft auch noch ganz oft so, dass ich einfach, ne, irgendwie schaue, macht also so Eyecatcher. Aber so bin ich damals dahin gerannt. Deswegen war auch meine erste Plattensammlung ganz furchtbar, weil kurz dahinter kam dann auch so ein Typ, der hieß Happe Kerkeling mit Huert so ungefähr. Ich stand auch in Butch. Der drin. Also deswegen, ich war sehr breit aufgestellt, aber mit Huert. Bei welchem Label war der noch gleich? Ja, ja gut, pass auf, ja. Dann mache ich jetzt mal, springe ich jetzt mal in die Bresche. Und ich kann mit Stolz behaupten, dass der Künstler, den ich ausgewählt habe, das gerade mal so aus der Pubertät geschafft hat und jetzt schon nicht mehr da ist. Also von daher, setzt euch zurück. Wir gehen jetzt, wir werden jetzt sehr pubertär. Wiggity 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 wack. Beim Roughhouse-Label. Vielen Dank. Hab ich gerade gegoogelt. Sehr gut, dass ihr die journalistische Vorbereitungstätigkeit jetzt hier übernehmt. Bevor ihr jetzt eure Geschichten dazu erzählen könnt, ich muss wieder ganz kurz zu der Herleitung kommen. Ihr habt mir jetzt ja zwei meiner Songs, sind mir, also ich habe die verworfen, ohne dass ich das gewusst habe, dass die heute Thema wären. Ich hatte eigentlich vor, von Green Day Longview zu nehmen, nämlich begründet auf diesen Zeilen, I sit around and watch the tube, but nothing's on, I change the channel for an hour or two. Totale geile Basslinie übrigens, habe ich geliebt zu spielen. Total gut. Ja. Ist mir aber eigentlich eine Corona-Hymne für Pubertäre von heute. Ne? Also das kann man ja vielleicht damit in Verbindung bringen. Wollte ich nicht. So, dann habe ich gesagt, okay, was hat die Zeit eigentlich ausgemacht, fernab von Kuschelrock und Schwufen, und bin dann bei Unbelievable von IMF gelandet. Unbelievable ist eigentlich der Song, der meinen Tanzstil damals brutal verändert hat auf Partys. mich dazu gebracht hat, auch mal so ein weißes Stirnband einfach zu tragen und so andere Sachen zu machen. Und Schubert's Dip ist echt eins meiner Lieblingsalben. Das habe ich wirklich, höre ich regelmäßig wieder. Also von IMF? Man kann mehr IMF. Als ein Lied ja, von IMF? Super, ja, super.
Super, das erste Album ist super. So, geht aber nicht, weil es halt vom Upload-Filter auch gekillt wird. Ich wollte heute unbedingt Musik spielen, der Song hat es geschafft. So, und wir haben nämlich jetzt Crisscross gehört und bei denen ist das Thema Pubertät ja nun wirklich durchgehend prägend. Also die haben so pubertär, wie sie waren, ja ihre Hosen auch falsch schon mal gehabt. Ne? Also das ist ja nochmal das Wahnsinn. Erste, ja. Wo glaube ich jeder, ich habe das heute probiert, wollte euch damit überraschen. Gut ist, dass ihr mich hier noch quasi bis zum Moorbuben, was übrigens sehr gut schmeckt, Moorbuben-Label. Aber man trinkt sich rein, das will ich doch mal sagen, liebe Moorbuben, ich habe das ja am Anfang, es ist lecker, vielen Dank dafür, lecker, und ich müsste das nicht sagen. Aber das waren es halt Mac Daddy und Daddy Mac aus Atlanta, ne? Die mit dem Song damals ja so groß aufgetrumpft haben und also man dachte immer, es wären Kinder, die waren aber damals ja auch schon 13, 14, also Pubertäre. Und jetzt muss ich genau gucken, das ist nicht das Richtige, das ist nicht das Falsche sage. Also Chris Kelly, also der Mac Daddy, ja, der hat es nicht mehr geschafft nach 2013. Der ist in Atlanta im Haus mit seinen Drogen, mit den Drogen nicht mehr ganz klar gekommen. Aber das ist für mich so eine Hymne der Pubertät. Ist der eine schon oder? Schicksal, ja. Krass. Drogen, ja, da fragt sich ja mal, wie die Leute heute aussehen. Und wir hatten eben das Stichwort Grunge. Irgendwer hat das Baby vom Nevermind-Cover mal ausgegraben. Wie gut wieder heute aussehen. Ich dachte, das wäre so ein Fotostock gewesen. Nee, überhaupt nicht. Okay. Aber jetzt bringen die Leute doch nicht weg von dieser großartigen Hip-Hop. Nein. Ich habe eben schon meine Lieblingssong-Zeile davon zitiert. Du weißt, ich bin kein Hip-Hopper, aber dieses Wiggity 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 Wack. Das war super. Das ist Georg. Das Einzige, was du dir merken konntest, oder? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen fasziniert, dass du heute nochmal oder gestern nochmal ausprobiert hast, wie das ist, die Hose falsch mal anzuziehen. Ich habe das letzte Mal vor ungefähr 30 Jahren ausprobiert, habe sehr schnell festgestellt, ist ein Scheißkonzept und habe es dann auch irgendwie auf Dauer zu Nacken gelegt. Also du musst das in der Öffentlichkeit machen, das macht dann, da gibt es dann auch, gibt's auch Presse. Wir haben das in der Schule versucht. Tatsächlich, als der Song wie rauf und runter lief, haben wir das in der Schule mal ausprobiert, so nach dem Sportunterricht, okay, wer macht nicht mit irgendwie, der ist raus. Alle wie Hosen andersrum und Pullover und so weiter, aber es ist halt einfach total bescheuert. Also es geht ja schon damit los, dass du die Buchse gar nicht richtig zukriegst, irgendwie zumindest nicht ohne fremde Hilfe irgendwie, und wenn dann irgendwie sich so eine Horde Heranwachsender in der Jungs-Umkleidekabine gegenseitig irgendwie versucht, von hinten die Hose zuzumachen, dann fängt es irgendwann an, uncool zu werden in dem Alter. Die Frage ist, ob das bald wieder in ist. Also du willst ja den Stil gerade, auch meine Töchter fragen, Papa, warum hast du so viel weggeschmissen von den Sachen? Oder auch Absolut. Meine Frau fragen, sie sagt, das hält doch nicht alles irgendwie fest, aber wer weiß, vielleicht tragen die Kids demnächst wieder die Hosen andersrum. 5 Jahre noch, wer weiß. Ja, also das war nur ein sehr kurzer Trend, glaube ich. Ne? Das war, also, ja, ich habe es auch nie wirklich auf der Straße gesehen. Nee. Ja, die Hosen waren aber halt auch so. Also, was auch scheiße ist, klar. Ich glaube, die waren auch so angepasst, die Hosen. Die müssen irgendwie angepasst gewesen sein. Die hat man so geschneidert. Ja, das Geld hatten sie dann relativ schnell. Das ist ja ein klassisches One-Hit-Wonder gewesen. Ja. Ne? Also jetzt haben wir jetzt nur über die Hosen gesprochen. Also Georg, was sagst du? War das auch etwas, wo du denn dazu dann getanzt hast, während du beim Spin-Doctors-Konzert gewesen bist? Naja, an dem Abend wahrscheinlich nicht, aber grundsätzlich ist so die Art von Musik schon ein Style, der mich irgendwie sehr geprägt hat und jahrelang begleitet hat. Und ich freue mich heute noch über so diesen Staaten-Hip-Hop. Das muss jetzt nicht immer so die ganz blöde, billige Partyfraktion sein, aber ich finde, also eigentlich war das so für die Zeit schon echt wegweisend. Mich hätte mal interessiert, was aus denen geworden wäre, wenn sie nicht dann viel zu früh unter Zuhilfenahme größerer Mengen Drogen schon sich zu ihren Vätern versammelt hätten. Also musikalisch, finde ich, musst du dich dafür nicht schämen. Ja. War ja Jackson 5 da mit drin, ne, glaube ich, auch hier in das berühmte Sample. Christoph, du, guck mal, bitte. Da lerne ich gerade was Neues dazu. Ja, das stimmt, natürlich, stimmt. Ja, also gab es auch eine Website zu, wo man sich halt diese, oder es gibt auch schöne Sampler, welche Sample-Songs in welchen Songs gewesen sind. Mache ich beim nächsten Mal eine extra Show für. Christian, hast du was damit am Start irgendwie gehabt? In Bielefeld habt ihr sowas da gehört? Was Hartes? Nein, da haben wir nur Metal gehört. Wir haben, das hat man da auch gehört. Also hat sich auch über den Teutoburger Wald hinweg rumgesprochen. Ich fand das Lied aber immer eine Katastrophe. Das war echt überhaupt nicht meins. Nee. Echt? Nee, überhaupt nicht. Das fand ich immer scheiße. Und ich finde es jetzt heute witzig und wie gesagt, erinnere mich noch an das.
Wie sagst du, das dritte Mal so? Wiggity, 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 wack. Aber kannst du halt auch nicht mehr so schnell aussprechen. Das ist auch das Alter wahrscheinlich. Aber ich fand das immer scheiße. Aber jetzt kommen wir zur ehrlichen Frage. Welches Alter hattest du denn, als der Song rauskam? Das ist ja auch wirklich entscheidend, oder? Finde ich. Mhm. Stimmt. Das ist wirklich, wenn du da jetzt, sagen wann, wir mal, wann schon kam er raus? 17 das ist warst jetzt... und ich war 13, jetzt müssen wir die Karte auf den Tisch legen, welcher Jahrgang wir sind. Ich bin Jahrgang 17. Wann kam der raus? Ich meine, das war 1992 oder 93. Ja, guck mal da auf. Das war früher. 92. Ja. Da war ich 12. Ja. Ich habe mit Crazy World angefangen, glaube ich. Und, da muss ich passen, da war ich 15. Okay, also du meinst, ich habe einfach die ganze Bandbreite, diese musikalische Genialität dieser Hip-Hop-Welt noch nicht erkannt, das kann natürlich sein. Aber pass auf, von hormongestörten Horizont. Dann lass uns aber nochmal ganz kurz da einsteigen, nämlich ihr habt ja die nicht nur den Lowrider hinten bouncen bewundert, sondern die Klamotten ja auch. Wer von euch, jetzt ist Zeit für wahre Offenheit, wer von euch hat eine 49ers Raiders Footballjacke gehabt. Du? So eine rote, wattierte 49ers-Jacke. Und für den Winter dann noch so eine LA Kings, wobei ich da peinlicherweise, glaube ich, noch nicht mal die Sportart wusste. Ich glaube, es war Eishockey. Scheiße. Was aber viel geiler war, waren diese Cons 100, die es dann in der Lakers und Bulls Special Edition kam. Ich wusste auch da nicht so wirklich, was die Bulls machen. Kriegt dann irgendwann raus, es ist Basketball und so weiter. Hatte aber immer die Chicago Bulls Edition davon und war fortan nur noch Chicago Bulls Fans und fand immer die Lakers richtig scheiße. Dann toppe ich noch mit einer Geschichte. Wer von euch hat früher bei Jean-Pascal Pullover gekauft? Also muss ich passen. Also bei Turnschuhen, da bin ich bei dir, Budde, aber also mit der Jacke wärst du, glaube ich, bei uns. Gut, ich bin auch, habe ich gerade festgestellt, glaube ich, 1-2 Jahre älter als ihr. Aber mit so einer Jacke wärst du bei uns entweder der Oberchefansager gewesen oder der in der Ecke vom Schulhof. Wo bist du groß geworden? Wo in der Ecke vom Schulhof. Ja. Ja. Also. Genau. Ich bin ein richtiges Dorfkind. Ich bin aus Friesland aufgewachsen. Ah, okay. Ja. Ja. Das heißt, bei uns... Welches Dorf? Welches Dorf? Hier Name-Dropping. Ich bin in Aurich zur Schule gegangen. Das ist die Kreisstadt, genau. Und ich bin in Timmel aufgewachsen. Timmel ist tatsächlich wie echt ein Dorf. Also so richtig schön klassisch Busfahrerkind. Es gab Schlüsselkinder und Busfahrerkinder. Genau. Was aber tatsächlich musikalisch war das gar nicht so verkehrt, weil, also klar, bei uns kam natürlich alles noch ein bisschen später an, wahrscheinlich sogar noch später als in Bielefeld, obwohl man sich das kaum vorstellen mag. Natürlich. Aber dafür waren wir, also es war schon so ein musikalischer Mikrokosmos bei uns. Wir hatten irgendwie echt ein relativ aktives Musikzentrum, so das Jugendzentrum, wo viele Bands gespielt haben. Die waren dann sehr schnell so auf der Straight-Edge-Schiene unterwegs. Da lief dann Slapshot und DRI und sowas, was du sonst außerhalb irgendwie unseres kleinen dörflichen Mikrokosmos noch nicht gehört hast. Geil. Cool. Straight Edge halt mal mit ihren, die sich dann mit Edding die Kreuze auf die Hand. Hier. Auch da. Wohin? Meiner Thread. Ja, und vor allem halt völlig gegen den Dorftrend. Keine Drogen, kein Fleisch, kein nix. Also die waren halt echt krass. Also für die Zeit. War das schon echt eine Ansage. Biohazard und so weiter, ne? Das war. Die waren, ob die es in diese. Wobei, die waren nicht Straight Edge. Das war nicht Straight Edge, aber das war. Das so waren halt eher diese Minor Threat, ehemals jetzt Rancid-Truppen, das waren die da irgendwie so unterwegs gewesen sind. Aber. Die waren aber auch gut. Und jetzt mal zum Thema Hörner und Blasen. Das war ja, die waren ja sehr ska-punkig unterwegs, die Rancid-Jungs. Das heißt, Christoph, hättest du ska-punk gespielt, da hättest du auch bei den Ladies Schizzlowing. Da hast du recht, aber das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, weil ich habe damals in Essen gibt es die Volkmann Musikschule, ist ja ziemlich renommiert, auch für Tanz, Theater etc. Und da habe ich als kleiner Bub angefangen und ich hatte erst so einen Altnazi an der Trompete. Und als der dann gegangen ist, dann kam ein junger Typ aus Köln und der brachte mir eine Schallplatte mit. Und man hat ja noch einen Schallplattenspieler, man meinte, hier, den Typ musst du kennenlernen, der sieht aus wie ein Junkie, aber der ist großartig, das ist Chet Baker, falls ihr ihn nicht kennt. Kann ich nur empfehlen, Chet Baker ist der James Dean des Jazz, auch viel zu früh gestorben, sondern das stimmt nicht ganz, er ist gestorben, aber die Amerikaner dachten schon, er wäre in den 60ern tot, weil er in Europa nur noch Karriere gemacht hat, aber
deswegen habe ich mich dann, ich habe diese Platte aufgelegt und der Typ hat mich echt eingefangen. Und du musst dir vorstellen, ich habe dann dieses Jazz-Solo auf einem Plattenspieler raushören müssen. Also das heißt, du hörst eine Phrase, und wenn die weg ist, darfst du diese blöde Rille wieder suchen. Nichts mit dem CD-Player, das hat mich Stunden gekostet, aber die Öhrchen wurden dadurch gebildet. Also deswegen bin ich dann auf Chet Baker abgefahren, bis heute noch. Ich finde ihn ganz großartig, aber nicht Star. Das nennen Hip-Hop-DJs übrigens Scratchen, was du damals Scratchen, dann schon nennst. Genau, also kannst auch, du, das ist, ne, das auch, ist Backspin. Da habe ich auch verpasst, aber bei Ska war mir immer, das war mir dann doch ein paar Töne zu wenig. Aber das wäre für Christian genau richtig gewesen, weil Pick It Up, Pick It Up, Pick It Up ist so ähnlich wie Wiggity, 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 Wack. Ne? So, und jetzt, jetzt zu... Stick'em, hop, stick'em. Und genau. jetzt aber ab zu Georg, weil ich glaube, das, was jetzt kommt, erklärt dann auch, du hast mit deiner Herkunft jetzt schon viel, viel deutlich gemacht. Wollen wir erstmal reinhören? Ja, Georg hat mir vorher gesagt, ich errate nie, was er spielt, dann... Und ich weiß es tatsächlich noch nicht. Dann sag's doch jetzt einfach an. Ich weiß es nicht. Wer würde so ansagen, wenn er doch also, ja. Sag und wir hören, ob es richtig ist. Genau. Hell ist, hast du gesagt. Ne? Genau. Ja. Das wäre mir noch wichtig. So, fuck it, warte mal. Aurich. Fuck it war von Eamon. mir würde sogar schon reichen, wenn du so stilrichtungsmäßig in die richtige Richtung unterwegs wärst, weil selbst da kommst du nicht drauf. Und denk auch an die Zeit ein bisschen der Sendung, das Publikum. Ja, ich weiß, Entschuldigung, das schneiden wir, Achtung, kleiner Schnitt. 5 Stunden später. Jetzt lass ich mal überlegen, okay, Zielrichtung, das ist Aurig, Torfrocke, dann kommst du, nein. Los jetzt. 3, okay. 2, 1. Und bitte. Na komm, mach. Klaus und Klaus. Willy Vanilli. Oh, das wäre gut gewesen. Ich mach's an, Ruhe jetzt. Ja, bitte. Okay. Ach nee. Okay. Mr. Bean? Sweet, 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 sweet. Wie geht's? Ne? Pass auf. Sweet, 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 sweet. Ja, ist im Radio. Und wir hatten diese Musik im Radio und da musste ich natürlich in dich denken. Weil du ja auch letztes Mal gesagt hattest, ich soll ruhig wieder anrufen, ne? Und doch, hast du gesagt, doch. Doch, bestimmt. Und dann diese Musik, weißt du? Ja, und dann dachte ich, ruf doch mal an und was? Hallo? Sabine? Nee, ich dachte nur, dass du dann mal rumkommst. Ja, wie? Nee, ach, weißt du doch. Ja. Nee. Nee, das sehe ich nicht so. Nee, das muss ja auch nicht sein. Nee, weißt du doch, das ist doch jetzt. Du und ich und weißt du auch, letztes Mal. Wieso? Sehr schwierig rauszukommen aus dem Zoff. Verstehe ich nicht. Stimmt. Ist auch ein bisschen schwierig reinzukommen. Okay, Kiste Helles geht über den Landkreis Aurich zurück nach Hannover so. Und hier hin. Also, das Lied, nee, das kann ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ist auch nicht. Echt nicht? Nein, nee. Ich kann es auch nicht, gestehe ich. Aber Georg hat das Wort. Warum? Okay, mehrere Gründe. Also zum einen habe ich ja geahnt, dass wir uns musiksozialisationsmäßig oder altersmäßig ungefähr in dem gleichen Spektrum bewegen könnten. Insofern wollte ich euch auch ein bisschen überraschen. Das war der erste Grund. Der zweite Grund, es ist tatsächlich, also Trio ist tatsächlich eine Band, die mich musikalisch beim Großwerden so ein bisschen begleitet hat oder beim Wachsen sie ein bisschen begleitet hat, weil also das Album ist ja, glaube ich, von Anfang der 80er, 82 ist die, glaube ich, rausgekommen, die Platte. Insofern, da war ich ja selber noch irgendwie Quarkspeise. Aber die hat mich trotzdem später begleitet, ist irgendwie immer mit umgezogen, war immer irgendwie griffbereit. Trio ist eine meiner allerersten Kindheitserinnerungen, muss ich sagen, weil ich mich tatsächlich wie
also merkwürdig präsent an eine ZDF-Hitparade erinnern kann, als Da gerade irgendwie hochlief. Und die drei Jungs waren bei Dieter Thomas Heck. Und ich weiß, das weiß ich wirklich noch wie gestern, dass Stefan Remmler gefragt wurde, was das mit dem Da eigentlich soll. So ein bisschen Dieter Thomas Heck-mäßig von oben herab. Und er sagte dann, ja, das sei an die klassische Musik angelehnt, weil eigentlich käme das von Da. So, und mein Vater hat sich unfassbar aufgeregt, was das für ein Scheiß sein soll, wie was der sich anmaßt, sich in diese Reihe einzureihen. Das hat natürlich erstmal mein Interesse geweckt. Und später fiel mir dann diese Platte in die Hände. Und als es dann, als du mir dann Pubertät zugerufen hast als Stichwort, fiel mir tatsächlich Sabine ein. Weil Sabine, finde ich, ganz gut das Gefühl dieser Zeit widerspiegelt. Ohne SMS, ohne WhatsApp, sondern am Telefon hängend und versuchen irgendwie Kontakt zum jeweils interessanten anderen Geschlecht irgendwie aufzunehmen. Und das war die Assoziation. Aber vor allem, wenn das jeweils andere interessante Geschlecht immer anrief, dann hatte das immer erstmal die Mutter an der Leitung. Das war genau, so geil. Genau. Ja, ich wollte gerne mal mit Sabine sprechen. Genau. Ja. Und noch dazu gibt es tatsächlich auch die regionale Verknüpfung. Das war ja das Album Weißes Cover, Trio draufgemalt, ein Herz durchgestrichen. Und unten drunter hatten sie ihre Adresse und ihre Telefonnummer draufgeschrieben. Genau, die Regentastraße in Großen Kneten, was jetzt von Aurich nicht so fürchterlich weit weg ist. Also in Großen Kneten, ja. Okay. In Großen Kneten, genau. Und das hat auch hier Klaus Vormann, ne, produziert, ne? Genau. Ja, Klaus Vormann, der alte Beatles-Intimus. Genau. Ich muss mal Christoph Klaus Vormann, ich kenne ihn nicht, aber du kennst ihn. Sag mal drei Sätze, wer ist das? Der scheint irgendwie. Ja, Klaus Vormann ist Musiker, also Bass hat er auch gespielt und er hat die Beatles-Alben, also Revolver auch gezeichnet, ne? Und hat auch Bass gespielt auf Beatles-Aufnahmen. Und also hat da mitgewirkt. Das ist eigentlich, manche sagen, der fünfte Beatles ungefähr. Ja. Da komme ich wieder zu dem schon viermal von mir zitierten Film Backbeat. Da kann man sich die Geschichte von dem nämlich ganz gut angucken. Immer noch gute, auch super Musik hätten wir, machen wir auch eine Sondersendung von. Christoph, deine Beziehung zu Trio und danke Georg dafür. Ich kann das zu großen Teilen teilen, was du gesagt hast. Ja, super. Ich kann das auch vielen Dank, Georg. Ich muss das morgen meinen Kindern am Vatertag, ist, wenn wir irgendwo hinfahren, lege ich genau das ein. Meine Tochter wird sagen, was ist das für ein Scheiß, das Helge Schneider, weil ich liebe auch Helge Schneider. Aber ich bin auch, also ich finde, meine Frau findet Trio richtig scheiße, aber die versteht das auch nicht. Und ich finde, da kann man sich halt dran spalten an Trio. Also und so war es. Das ist aber auch so, du findest das, ich finde das scheiße. Nee, du verstehst das nicht. Ja, genau. Ich finde das unglaublich. Nee, das ist scheiße. Man darf ja nicht denken, jetzt irgendwie Stefan Remmler, ja, der kann ja nicht singen. Natürlich kann der nicht singen, darum geht es aber auch bei Trio nicht. Und ich finde, das erinnert mich auch an den Gainsbourg, wie heißt er, der Franzose. Serge Gainsbourg. Serge, genau. Ja. Genau, also dieses Mr. Jetem und so weiter. Also ich finde, was die Jungs da gemacht haben, unglaublich. Und was die auch vorgelegt haben. Ich meine, das ist jetzt Kraftwerk. Also, weißt du, ich finde, es sind so die zwei Dinge, also Kraftwerk und Trio. Trio war dann irgendwie schon mehr so Popkultur, aber auch irgendwie arty. Also, ich fand die auch tierisch. Und ich bin ja immer wirklich über meinen Schalke-Cousin an Musik gekommen, weil der hat mir immer so Mixtapes gegeben. Die, ne, so richtig. Ich habe die heute noch, die Dinger. Mhm. Letztens war ich beim Baumarkt und dann kam von Depeche Mode People Are People So. Meine Tochter, ja, kannst du mitsingen? Und dann mega. Ja, und da gab es dieses Tape und ich habe das heute noch. Das ist so eine graue BASF-Kassette. Und da kommt dann wirklich von The Kings, The Lola. Dann kommt, wen hatte ich gerade, wisst ihr noch? Ja. Depeche Mode. Und da, ja, pass auf. Und danach kommt aber Geier Sturz zu Bruttosozialprodukt. Weißt du, und dann kommt aber Trio. Und das war halt auch so, das was so meine Cousins, ich habe das alles mitbekommen und ich habe auch gar nicht da, deswegen meine ich Musik selektiert. Ich fand, zum Zeitpunkt findest du dann Geier Sturz, du Bruttosozialprodukt, so blöd klingt, erstmal, ja, ist da drauf, machst dir keine Gedanken, findest die Mucke irgendwie cool und dann Trio. Also es war, also Trio gehört auch sehr zu meiner Jugend. Also Dankeschön nochmal, da höre ich morgen rein. Sehr gerne. Willst du jetzt was sagen oder ich? Weil ich hab mitgeschrieben sogar von meiner Verhältnisse, okay. Ganz Neues. Dann mach du zuerst, bitte. Also, euch beiden jetzt schon mal danke dafür, also auch für den Input. Also als erstes Bezug nehmend auf das, was der Christoph gesagt hat, meine Sampler hießen früher Gute Musik, die ich produziert habe, meine Tapes, die ich dann auch kopiert habe. Gibt es übrigens 12 Stück von, habe ich in meiner iTunes-Bibliothek. Das ist alles mit viel Liebe zusammengestellter Kram gewesen.
Ja, ich habe auch Übergänge noch damals, dann nachher, als es dann besser wurde, auch Übergänge noch mit einem kleinen Mischpult dazu gemacht. Das war auch alles in der Zeit, die man der Pubertät noch zurechnen kann, sicherlich. Was ich bei Trio am besten fand, war, ich wollte unbedingt, ich habe mir jedes Jahr zu Weihnachten, glaube ich, echt noch ziemlich lange diesen Sinti gewünscht, den Remmler immer dabei hatte. Und zwar nicht nur wegen dem, sondern halt auch wegen diesen, wenn ihr jetzt euch Turaluralu anhört, dieser Akkord, der eigentlich quasi durchgedrückt wird in dem Lied und der die Grundlage dafür ist, dass dieser Song kommt. Und wenn ihr euch dann die späten Sachen von Remmler anhört, ne, der ist heute 74, ja, oder das ist so, wenn ihr euch die Sachen anhört, hier Krause hat eine, wie heißt das, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, oder Vogel in der Nacht, ja, das ist großartiges Liedermachertum, also eigentlich volksfest taugliches, intelligente Kunst, ja. Stefan Remmler auch immer ein Gast in dieser Sendung, ich probiere das mal. Ja, ich bin jetzt mit total, das holt mir. Genau, außer. Also ganz kurz, also bei Trio, ganz klar, Turalu, Herzestrumpf, glaube ich, war der andere Song noch. Und es gibt noch einen, liefern euch gleich, das muss ich jetzt mal recherchieren. Das ist das erste Mal, dass ich in dieser Sendung was recherchiere. Bude, was ist denn bei dir, was löst denn das bei dir so aus? Trio habe ich nur Dada, Ada und, also was jeder kennt, und den Dadaismus dieser ganzen Band. Ich wollte aber jetzt einfach, weil ich da wahnsinnig wenig zu sagen kann, kurz mal in die Wunschwort FM Greatest Hits ansteigen, denn es fiel eben das Stichwort Serge Gainsbourg, der ähnlich schlecht singt wie der Sänger von Trio. Serge Gainsbourg hatten wir schon in dieser Sendung, weißt du auch in welcher? In der Folge Sisi Mantenten. Und das hatte mitgebracht Rainer Schumann von den Furies. Ah, okay. Und über Serge Gainsbourg hatte Martin Jürgensmann einen geilen Spruch noch gebracht. Man weiß immer was bei dem zuerst passiert, fallen ihm die Ohren ab oder die Augen raus. Genau. Ganz geilen Spruch. So viel zum Thema. Halt, ich muss das loswerden. Also, zu Trio, ich hab's. Also, Anna, stimmt. Oh, Anna. Natürlich. So, super, ja, und Boom, Boom. Also, das ist ja. Cross, die Erfindung des Crossovers gewesen. So. Auch eine Sondersendung wert. Bum, bum. So, ja, ich merke schon, Christian, wir machen Pubertät 2. Pubertät 2. Jetzt wird's richtig krass. So, jetzt wird's richtig krass. Jetzt kommt Bundeswunschauswahl, Musikauswahl. Ja. Willst du was vorher sagen oder sollen wir reinhören? Einen Satz vorweg und dann erzähle ich, warum ich es genommen habe. Aber weil das nämlich so nach Two Princes war ja richtig gute Musik und auch gut eingespielt und Leute, die ihre Instrumente beherrschen. Und jetzt kommt, ich glaube, nicht so gewollt wie bei Trio, sondern eher unabsichtlich das Gegenkonzept. Und deswegen sage ich mal, Feuer frei. Silverchair! Lieber Zuschauer, liebe Gäste, lieber Christian, Silverchair, warum? Ich musste dieses Mal gar nicht lange nachdenken. War das Erste, was mir tatsächlich, oder das ein, zwei Dritte vielleicht, aber sehr schnell etwas, was mir durch den Kopf schoss. Denn Silverchair ist ja so eine Grunge-Band und Grunge ist tatsächlich etwas, wo ich selber sehr gut groß geworden bin, aber irgendwie so eine richtig schlechte. Ich habe dieses Cover noch vor Augen von dem Album, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber das ist. Wie ist das? Frog. Irgendwas. Da war ein Frosch. Der Song hieß Freak, aber ich glaube, das Album hat einen Frosch vorne drauf gehabt. War da nicht so ein Junge vorne drauf? Ich meine, ich hätte das. So ein Typ, der so gemacht hat, irgendwie, der da saß, egal. Oh ja, ich recherchiere jetzt. Ich recherchiere mal in die Kamera. Ich sage nochmal ganz kurz, warum ich es genommen habe. Na, weil das
Silverchair ist ja eine australische Grunge-Band, die es auch noch lange gab. Ich komme da aber gleich noch zu. Das Gute an diesem Stück ist, erstmal ist das so dieses Lebensgefühl Pubertät. Ich bin ein Freak und keine Ahnung was, man singt da drüber. Und dann purzelt ja alles aus einem raus an Hormonen und Überschwang und keine Ahnung was, Kraft. Und es ist aber auch alles so ein bisschen scheiße. Und das ist bei diesem Stück ist auch alles so ein bisschen scheiße. Der Text ist ein bisschen scheiße. Die Jungs sind so ein bisschen scheiße inszeniert. Das Video, wenn man sich das nochmal ganz anguckt, war auch wieder so eine Fahrt zurück in die Vergangenheit bei mir. Wenn du das Video nochmal anguckst, das ist auch einfach echt nicht gut. Und das ist alles... Echt, das ist das? Nee, das ist das erste Album gewesen. Okay, ich meine nämlich, ich hätte mir das sogar gekauft, weil ich die nämlich damals auch richtig geil fand in meiner... Ja, genau, das ist das. Ist das da drauf? Ja. Ja, okay. Das habe ich nämlich noch als tatsächlich CD. Und wie gesagt, ist alles so ein bisschen doof und ein bisschen misplaced, so wie in der Pubertät, deswegen fand ich total auch dieses Lebensgefühl Freak und Grunge und bla und so weiter, aber halt nicht so richtig gut umgesetzt, wie bei anderen großartigen Grunge-Bands, wie eben auch der Mutter der aller Grunge-Bands, wie bei Nirvana, wo ja also viel, 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 viel an Bands nachgekommen ist und es gab ja dann diese ganze Klein-Grunge-Kombo und zu denen eben dann als Vorreiter des schlechten Grunge irgendwie leider Silverchair zählte. Und was ich dann auch nochmal spannend fand, ich habe dann nochmal ein bisschen weitergeguckt, was ist mit Silverchair passiert? Die gab es noch relativ lange, haben sich dann irgendwann die Haare abgeschnitten und auch das ist ja so ein bisschen so das Adoleszentwerden auch so einer Band. Das ist ja, wenn man das auch so auf sich selber bezieht, ich habe eben dieses tolle Foto, ne, damals noch mit Ich nenne dich jetzt Silverchair ab jetzt. Aber es ist ein bisschen scheiße bald geworden. Silver her. Genau. Bitte? Bald Silver her in 10 Jahren. Dann. Silver, ja, das kommt dazu. Man selber softet irgendwie so ein bisschen aus und so ist das auch Silverchair passiert, wie ganz vielen Bands übrigens, was ich sehr schade fand. Weil die haben dann am Ende so einen besseren Pop gespielt, mit kurzen Haaren, sah aber immer noch irgendwie auf so eine schlechte Art und Weise gut aus. Und das ist vielen anderen Bands aber auch passiert, wie ich weiß, Linkin Park zum Beispiel, die kann man also auf jetzt überhaupt nicht mehr wiedererkennen. Ist überhaupt nicht mehr mein Ding. Ist aber auch, und ich mit Schrecken stelle ich das beispielsweise auch bei einer meiner Lieblingsbands, die wir auch schon hier in der Sendung hatten, nämlich Biffy Clyro fest. Und ich stelle das natürlich auch bei mir fest, so ein bisschen das ultra ursprünglich Rockige bleibt dann doch so nach der Pubertät auf der Strecke. Und man softet so ein bisschen aus und sitzt dann hier irgendwann in seinem Einfamilienhaus mit Familie und ist überhaupt nicht mehr Grunge. Aber sei es drum, deswegen Silverchair. Und deswegen fiel es mir relativ leicht, das alles, Buddhist Hate Speech. Oh. Wir hatten übrigens nochmal einen Hit 2007. Hatten sie nochmal? Ja, die haben nochmal Nummer 1 Hit 2000, 10 Jahre später genau. Ach Quatsch. Ja. Wie hieß denn der? Warte mal, das war jetzt Freak, ne? Irgendwann mit... Ja. Straight, Shoes Straight, Christian, google doch mal wieder. Nee, ich habe jetzt gar keine Lust mehr, was zu der Band. Straight Lines oder Straight Ich fand die gar nicht so schlecht. Ich fand die auch nicht schlecht. Ich fand die auch gut. Ich mochte das auch, wenn das auch mal so alles wackelt. Ich meine, bei den Ärzten wackelt auch alles irgendwie. Und ich fand das auch cool. Also, weißt du, zu der Zeit habe ich dann schon... kam ja in Hannover und habe Jazz studiert. Ich meine, das war 97, aber das ist halt auch immer noch, das, wie gesagt, ne, musikalisches Herz ist groß. Ich fand das auch geil, auch wenn das so wackelte. Irgendwie, ich glaube, weil ich auch so ein Video wollte. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ich muss dazu sagen, die sind ja, das ist ja so eine, eigentlich könnten fast aus Schweden kommen, weil so eine Zuchtband. Ne? Also komm, wir suchen mal Leute zusammen, die halt jetzt, ihr macht jetzt Grunge. Genau. Ich fand die Australier... Ich habe das Album gekauft, ich fand es auch geil damals. Aber wenn ich heute darauf zurückgucke, dann denke ich so, oh. Also die Parallel war lieber nicht. Also mein Lieblingssong von denen war Anna's Song. Das ist natürlich die Reminiszenz an das Anna von Trio eben, einfach schon mal die erste Welle, ja. Mhm. Und das zweite Ding ist, die Australier haben halt eine coolere Echtband gemacht. Also wir haben halt echt gehabt damals, ne? Das werde ich nachher bei Guilty Pleasures nochmal raushauen, ja. Und die haben halt Silverchair gemacht. Und das ist halt Retorte und Grunge, aber trotzdem irgendwie musikalisch fand ich das echt gut produziert immer. Das konnte man ganz gut hören. Hat es sogar auf meine Crossing All Over Sampler geschafft, die ich hier immer noch irgendwo hinten sammle, wo dann halt auch Black Eyed Blonde aus Deutschland mit Bum 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 Boomerang drauf gewesen ist. Wenn wir schon dabei sind, jetzt hier Qualität zu zitieren. Georg, wie sieht's bei dir aus? Silverchair? Ich würde sagen so.
Also ich kann mit denen direkt nicht so fürchterlich viel anfangen, gebe ich echt zu. Also die standen bei mir nicht im Plattenregal damals. Aber die Art von Musik ist natürlich wie voll auf die 12 in der Zeit. Also ich habe so viel Musik dieser Art gehört, dass ich mich total gefreut habe, mal wieder sowas zu hören. Ich hatte ehrlich gesagt, wurde auch mit sowas gerechnet von dir. insofern alles cool. Mich hast du damit total abgeholt. Und ich finde vor allem auch, also für mich war damals so, die Qualitätsmesslatte lag damals für mich nicht so hoch, sondern irgendwie, wenn es Bock macht, macht's Bock, fertig. Und lustigerweise, so in romantischer Verklärtheit mit Rückblick auf diese Zeit, ist mir das heute auch komplett Wumpe. Also, wir haben gestern oder vorgestern kurz über Clawfinger irgendwie und Co. geschrieben. Also, wenn man so in dem Regal guckt, irgendwie Therapy, Clawfinger, Danzig und so weiter und so weiter, da würde ich jetzt auch nicht alles unter die Lupe legen wollen, sondern ey, das ist halt einfach, das war halt so, war die Zeit. Es gibt aber eine Band, die ist Panne, aber trotzdem geil, weil sie so Panne und so gut ist. Und das ist H-Blocks, fällt mir gerade ein. Absolut, ja. Das ist zum Beispiel, dann ist das, weil bei Silverchair, glaube ich, mit so einem, also ich fand das auch damals total geil und habe das auch, also wie gesagt, ich habe 33,95 Mark bei JPC im Jahrplatztunnel bezahlt für das Album. Fand das großartig. Ja, wenn ich da heute so, wenn ich, also wie gesagt, das ist tatsächlich. Das lege ich unter die Lupe und das gefällt mir nicht mehr. Anders, dass ich unter die Lupe lege, das immer noch peinlich ist. Das ist H-Blocks, aber auch irgendwie trotzdem geil peinlich. Ich bin bekennender H-Blocks-Fan. Ganz kurz, Plattenregal. Ich gucke gerade nämlich in Georgs Plattenregal, ist das ein niedersächsischer Radiopreis, der da steht? Ja, stimmt, da hieß er noch Radiopreis. Sieh gerade. Da habe ich gewonnen. Habe ich bei eBay. Der wurde mir verliehen. Wofür? Für eine Sportreportage 2006, das Jahr der WM zu Hause, da habe ich eine Sportreportage gemacht über Groundhopper. Also ein bisschen auch meine Leidenschaft. Also über dich. Ja, sozusagen, ja. Aber stimmt, da habe ich... Zeig mal, wie sowas von Namen aussieht. Das ist unser Zuschauer, unsere Zuschauerin. Wir haben jetzt zwei. Guck mal, so? Der sächsische Radiopreis. Ja. Ja. Können wir den auch kriegen? Ja. Gibt es das auch für uns? Nee, ne? Aber das Thema Groundhopper und Radiopreis gilt auch für unsere nächste Rubrik, denn wir werden euch jetzt mitnehmen in unsere Rubrik Dress for Success. Wir wissen auch nicht, was kommt. Wir haben Markus hat geliefert. Geschickt. Das war ich mir gar nicht sicher. Okay. Markus hat geliefert. Setzt euch zurück. Die nächsten 4 Minuten gehören unserem Außenreporter. Das müssen wir aber nochmal ganz kurz erklären. Nämlich jetzt kommt Dress for Success mit Markus Salvador Winter und Markus bringt uns wieder eine Band näher, die wir vielleicht wahrscheinlich noch nicht kennen. Wir lassen uns immer überraschen, wir kennen es selber nicht. Und ich wusste diesmal gar nicht, dass Markus was geliefert hat, aber natürlich hat er geliefert. Wir lehnen uns mal zurück und auf geht's. Von auf geht's. God damn it. Moin, Christian und Christian. Hallo, liebe Wunschwort FM Fans und Freunde. Mein Name ist Markus Salvador Winter und ich begrüße euch herzlichst zur geilsten Rubrik bei Wunschwort FM, nämlich Dress for Success. Ich stehe hier heute vor der Eckkneipe, denn ich hätte diese Woche echt was zu besaufen gehabt und diese ganze Corona-Scheiße geht mir mittlerweile echt auf den Sack. Ich hätte so Bock, irgendwie einfach mit Hartmut, Erna und einfach irgendeinem anderen Wildfremden einzuheben. Christian weiß, worum es, glaube ich, geht, warum ich was zu feiern habe. Vielleicht erzählt er noch was davon, sonst die Spekulation gerne in den Kommentarbereich. Und ich fuhr heute mit meinem Kumpel Auto und hatte eigentlich einen ganz anderen Song für euch am Start heute. Und dann meinte er, Mensch Markus, fahr dir mal das Video rein. Du wirst es lieben. So jeder, der mich kennt, weiß, ich bin der Eckkneipen-Romantiker. Ja, ran zu Eckkneipen sind mein Stick. Ja, tausendmal lieber als die Hipster-Schuppen mit einem dreifachen Chai Latte, die ran zu Eckkneipen-Kultur kaputt machen, effektiv. Ja, es gibt nichts, was ich meiner Generation mehr vorwerfe. Und ja, meine Damen und Herren, diesmal die Songwahl. Im Prinzip aufgrund des Videos, aber es ist auch wirklich ein cooler Song. Sonst, ne, im Auto klang schon geil. Fahrt euch rein, meine Damen und Herren. Viel Spaß mit Better Off und Viertel vor irgendwas. Ein wahres Wunder, wie die Vögel auf der Stromleitung da sitzen. Ein wahres Wunder ist das, aber irgendwie ist es auch egal.
Na, Christian und Christian und liebe Gäste, wie fandet ihr den Track? Ich bin hier anderweitig noch zu einem Wegtutschi gekommen und sag, ich find's eigentlich ganz nice. Es erinnert mich einfach sehr an diese 2000er Indie-Schiene, so ein bisschen underproduced. Auf der anderen Seite hat es auch so ein bisschen ja, die typischen 80s-Vibes, die ich natürlich immer mag. Könnte aber auch was für Fans von Wir sind Helden oder sowas sein. Also ich würde definitiv mal reinhören und wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest der Sendung und wünsche Tutschi Ahoi, ihr Lieben, und haut rein. Ich muss jetzt großartig. Die Hipster, die ran zur Eckkneipenkultur zu Grabe tragen. Das ist natürlich, da sind wir bei dir, lieber Markus Salvador Winter. Das war erstmal dein Beitrag, Dress for Success. Und jetzt Becherow, Leute, sag mal was dazu. Also ich finde es cool, ich mag sowas. Besonders ist mir dann klar geworden, erst dachte ich, was ist das für ein Videomaterial? Also ist das aus irgendwann, ne? Ich meine, was war das, Ende 80er, Anfang 90er? Und dann siehst du, okay, das haben die gerade gedreht. Ja. In so einer alten Kneipe und mit den Leuten, in den Pulli und so, also tierisch. Also dieses einfach, man kennt solche Partys, ne? Irgendwie, wo man gesessen hat. Und mich hat es ganz kurz daran erinnert, als mein Vater 50 wurde, der war in so einem Volleyballverein. Und dann kamen die ganzen Herren und ich habe an dem Tag gekellnert. Und als ich gerade die ganzen kleinen Schnäpschen auf dem Tisch sehe, habe ich mich dann erinnert gefühlt, weil jeder Schnaps, den die alten Herren hier ausgetrunken haben, habe ich ausgekippt. Mit dem Fazit, dass ich am Ende im Auto lag, völlig besoffen. Die Männer drin waren auch besoffen. Meine Mutter guckte durchs Fenster. Was ist denn mit dir passiert, Junge? Und das hat mich daran erinnert gerade. So dieses so TuS 84-10 Feier. Also ich, super. Fand ich cool. Finde ich cool. Muss ich nachher nochmal recherchieren, googeln. Haben wir in so einem Landkreis auch euch gefeiert, Georg? Definitiv. Ich bin bei so einem Setting immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde, eine Veranstaltung, die so aussieht, kann entweder volle Pulle nach vorne losgehen und richtig geil sein, oder aber das wird ein richtig beschissener Abend, irgendwie, der furze langweilig ist und du dir die ganze Zeit nur die Frage stellst, wie bin ich hier reingeraten und wie komme ich hier am allerschnellsten wieder raus? Und insofern ey, dieses Gefühl. Und irgendwie, ich fand das, also mich hat das gerade sehr schön Corona-Blues-mäßig abgeholt, weil ich lustigerweise vor ein paar Tagen gerade mit einem Kumpel hatten wir beide plötzlich so dieses überfallartige Gefühl, ey, wir müssen unbedingt, sobald es geht, irgendwann mal wieder weggehen, irgendwie. Also mal wieder so weggehen jetzt, wie es wird Sommer und irgendwie du hast Bock irgendwie nachts nochmal irgendwie von einem Club dann nochmal in einen weiteren nochmal reinzugehen. In die Ranzo-Eckkneipe? Zum Beispiel. So, und insofern, mich hat das gerade sehr abgeholt. Und was mich total gefreut hat, dass euer Kumpel vor einem Laden stand, der All In hieß, weil, da schließt sich für mich jetzt der Kreis wieder, in Aurich, der Laden, in den wir damals immer gegangen sind, war das All In. Ein richtiger Tanzladen eigentlich. Und in dem Laden habe ich heulend auf der Tanzfläche gestanden, an dem Abend, als Kurt Cobain, oder an dem Tag, an dem Kurt Cobain starb. Da wurde die Musik abgedreht, es gab die Durchsage und ein ganzer Laden stand da und alle waren wirklich am Boden zerstört irgendwie. Und das ist meine Erinnerung ans Old Inn, deswegen, da hatte ich jetzt gerade tatsächlich so eine kleine Spätpubertätserinnerung. Das war krass, ja. Also Old Inn, wollte ich auch nicht runterziehen. Nein, das ist, ich überlege gerade, das war bei mir nicht so einschneidend, aber das kann ich mir total, also das, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, also jetzt mache ich einen Scheißvergleich, aber es ist schon aus meinem Gehirn und damit schon auf meiner Zunge, es ist so ein bisschen dieses 11. September-Gefühl, glaube ich, wo du wirklich nicht weißt, was ich dann so raushole. Ich glaube, so auf dem Höhepunkt, so dieses juvenilen Wandelns und so weiter, wenn man das echt total abfeiert und so ein Idol sich da irgendwie so dann endet, ich kann das, also, Das stelle ich mir krass vor, stimmt. Ich muss das so der Musik sagen, ihr redet um heißen Brei rum. Also ich fand das großartig. Also das hat mich total, wir haben ja vorhin von den... Aber ist so der Punkt, es ist heißer Brei, es ist sogar heißer Scheiß, Christian. Wenn wir jetzt mal an den Anfang der Sendung zurückgucken, wo wir uns darüber unterhalten haben, dass wir aus Katalogen uns Musik und sowas rausgeguckt haben, ja. Das ist ja im Prinzip das, was Markus hier macht, genau das, was irgendwelche Katalogtexter gemacht haben. Also der irgendwo entdeckt er in seinem Umfeld Bands oder Musik. Ja, und ich krieg sowas nicht mehr mit, weil aus der Bubble das nicht rausplumpst. Ne? Christoph, du kriegst es vielleicht mit, wenn Leute fragen, willst du da mal mitmachen? Ich mache hier ein Projekt. Das ist aber eine Bubble, die in deinem Netzwerk stattfindet. Das sind dann halt Musiker deines Alters.
ich fand ich fand das Video toll, ne? Also ich mag gute Videos und ich finde das auch, das Video finde ich witzig. Der Song hat mich voll berührt. Also das ist halt, das ist halt sehr, es ist erwachsener Indie-Pop. So, und ja. Davon gibt es halt so viel gutes Zeug nicht. Ne? Ja, ich finde auch, dass das so in die, das kriegst du in so eine Schiene halt rein mit den Sachen, mit denen du damals auch unterwegs gewesen bist, Christoph, so in die Anfänge dieser zweiten deutschen Pop-Rock-Welle. Ne? Ich war so spontan bei Wanda, also finde ich es eher jetzt so, weil er sagt, die aus Wien, Wanda, so die Ecke hat es mich jetzt eher so. Ja, Wanda, genau. Annemai Kantereit, irgendwie. Ja, genau. Kantereit. Genau. Egal, ja, die auf jeden Fall. Wie krass ist heute, bleibt dabei, zwei Typen, die machen eine Internetsendung, weil Corona ist und brauchen dafür Bier, eine Webcam und machen irgendwie was bei YouTube. Ja, Christoph, du drehst alle deine Videos, glaube ich, immer noch alleine, weil du halt einfach Spaß an der ganzen Geschichte halt hast. Ja, guckt euch Christophs Videos an, großartig. Die hier setzen sich wahrscheinlich auch ohne Plattenlabel hin und machen halt, nehmen halt einen guten Song mit einer guten Idee auf und ein Video dazu. Ich glaube, man weiß gar nicht, ob das Video zuerst war und also die Idee zu dem Video und dann der Song dazu oder andersrum. Das kann sich, glaube ich, das kann sich so mittlerweile so ganz gut vermischen. Also mich hat das total abgeholt und da muss ich auch mal dem Markus mal Danke sagen dafür, dass er das hier so reingespielt hat. Und ich muss noch eine Sache auflösen, weil das ja hier provoziert hat. Der Markus wollte sich eigentlich besaufen, weil er die jetzt Anfang der Woche seine eigene Firma gegründet hat und unter Kommando Media halt jetzt unterwegs ist und unheimlich gute Videos macht. Und er hat gute, wie nennt man das heute, Engelchen gefunden, die auf seiner Schulter sitzen, die ihm dabei helfen. Von daher bin ich da ganz gut drüber informiert. Wer von euch da draußen ab jetzt gute Videos braucht und gute Videos produziert haben möchte, der soll sich bitte an Markus Holverdorf Winter wenden mit seiner sensationellen, großen neuen Firma Kommando Media. Kommando Media, genau. Das war Dressed for Success. Jingle! Genau. So, da sind wir wieder, ihr Lieben. Total ja. Gut. Ja. Wir haben, ich habe echt Schwierigkeiten, all diese Bands mitzuschreiben, die wir hier heute schon rausgeholt haben, die wir dann irgendwo ja nochmal, eigentlich müsste man das ja alles mal auflisten. Ne? Also wir haben ja heute vollen Sachverstand im Raum sitzen und das ist für das Ende dieser kleinen Show. Denn pubertären Sachverstand. Wir kommen so lange, da muss man wirklich, vielleicht müssen wir dem Joachim auch nochmal ein Bierchen dafür schicken, dass der uns ein tolles Wort eingereicht hat, wo man ja quasi nur ins Schwelgen halt kommt. Hier so ein Moorbuben, das können wir, also wie gesagt, ich finde diese halsferne T-Shirt-Schnitt, vielleicht könnte er da noch mal ein bisschen nachsteuern, aber es trägt sich ansonsten sehr bequem. Das Bier schmeckt ganz hervorragend. Ich würde sonst eins aus meiner Kiste Helles abgeben. Also hier soll ja demnächst eine Kiste Helles angeliefert werden. habe ich auch aufgeschrieben. Aber da wir ja eine Musiksendung sind und uns noch heute auf jeden Fall noch ein, zwei Sachen zum Abschluss noch einfallen müssen, haben wir noch die Guilty Pleasures am Start. Ja, also wir kommen jetzt langsam zu Ende und wir würden von euch ganz gerne noch diese Frage beantwortet wissen. Was ist der Song, für den ihr euch am meisten schämt, den ihr aber auch am meisten mögt. Und ich mache folgendes Angebot. Ich fange an, weil ich das vorhin schon erwähnt habe. Bei mir ist es nämlich jetzt heute in dieser Sendung, alles wird sich ändern, wenn wir groß sind, von echt. Ja. Kann man sich eigentlich nicht anhören, ohne rot zu werden. Kann man sich aber auch anhören, wenn man alleine ist. Ja, und echt ist auch eine coole Band gewesen, die von Franz Plaza produziert. Und Kim Frank übrigens, habe ich gesehen, dreht heute alle Musikvideos, die es aus Deutschland gibt. Also Chapeau. Ne? Also darum echt, alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Passt auch zu dieser Pubertät-Dingsbums. So, lass mich mal losen. Christoph. Echt, bin ich schon dran? Bist schon dran. Gut. Also da gibt es mehrere, ne? Aber ich habe jetzt gehe ich mal wirklich in mich hinein und ich muss sagen, also eigentlich wollte ich was von Phil Collins nehmen, das mache ich jetzt nicht, aber ich musste einmal loswerden. Aber nein, bei mir ist es so, wenn wir hier selbstgemachte Pizza essen, dann sind meine Kinder total angenervt, weil ich dann immer italienische Musik anmache.
Und ach, es geil, ist dann ja. irgendwann, ja, ich liebe das. Guilty. Ich liebe das. Ja, genau, da gibt es dann natürlich diese Eros Ramazzotti-Songs, aber nein, das ist es nicht, sondern es sind bei mir tatsächlich, und ich finde den Song irgendwie noch geil und ich schäme mich auch dafür, ist Albano und Romina Power. Oh. Ich feiere das irgendwie ab und die Kinder mittlerweile auch, also sie sind schon damit geprägt. Für die ist das irgendwann, wie dann sagen, mein Alter hat immer Pizza gegessen und dann Felicita gehört. Das Witzige bei den beiden, ich habe das noch nicht gehört, Albano heißt nicht Powers mit Nachnamen, ne? Das ist Albano und Lücke. Romina, genau. Und Romina Powers, ne? Das ist, ja, also Powers, man denkt genau. immer, die heißen wie Christian und Christiane Budde, aber nein, ja. es ist Albano ist ein einzelner Standalone. Ich fand die auch scharf, weil es war so Wetten-Das-Zeiten, ganz kurz, das war doch so Wetten-Das-Zeiten, da sind die aufgetreten, da fand ich die auch scharf, das ist irgendwie so alles verknüpft hier oben, fertig aus. Ja, aber so, dann ganz kurz, ja, auch jetzt noch eine letzte Verknüpfung, dann habe ich auch mehr Wissen, trage ich auch nicht mehr in mir für heute, ja. Es gibt von Margarete Schreinemakers und von Harpe Kerkeling eine Coverversion dieses Songs, wo er auf den Knien mit den Schuhen neben mir steht und sagt, ich kann dich nicht sehen, aber ich kann dich verstehen, oh Felicita, mit so einer großen Albano-Brille. Okay, whatever, können wir auch noch in die Shownotes packen. Georg, Hosen runter, auf geht's. Ja, also es gäbe tatsächlich auch eine ganze Menge, muss ich peinlicherweise zugeben, auf das ich nicht so richtig stolz bin musikalisch, aber ich würde mich in diesem Zusammenhang entscheiden für Chris Isaak, Blue Hotel. Oh. Weil das eine schwere Schmonzette ist. Kuschelrock 5. Ja, absolut. aber ich finde, also von den schwer triefenden Kuschelrock-Songs immer noch der mit dem meisten Style. Ja, definitiv. So, und das, ich weiß noch, ich habe Russisch studiert, also Slavistik studiert war in diesem Zusammenhang auch mal für längere Zeit in St. Petersburg zu so einem Austausch und habe mit einem Typen, mit dem ich zusammen studiert habe, wir waren da zusammen und hatten echt nach 6 Wochen keinen Bock mehr und waren drauf und dran, nach Hause zu fahren wieder und haben uns mit sehr viel Wodka versucht, unser Heimweh, wir waren auch beide irgendwie frisch verknallt in Frauen, die zu Hause geblieben sind und dann haben wir uns mit Wodka versucht, das Heimweh wegzuarbeiten. Und es endete mit Blue Hotel, so laut gesungen, dass uns unsere Gastmutter ein sofortiges Ende ihrer Gastfreundschaft in Aussicht gestellt hat. Also es war irgendwie, habe ich einen Zugang zu diesem Song. Guter Song. Und zum Abschluss. Das ist geil. Chris Isaak hatte ich immer witzigerweise Wicked Game. Das auch dann von Stone Sour, das ist der Nebenband des Slipknot-Leadsingers, der ein beeindruckender Sänger ist im Übrigen, der über mehrere Oktaven singen kann und neben dem Growlen auch ein hervorragender vorher Sänger ist, auch sehr schön gecovert wurde. Mein Guilty Pleasure ist mir tatsächlich eben über den Weg gelaufen, als ich nämlich sagte eben schon, dass ich das Thema Pubertät was ein bisschen vorbesprochen hatte mit guten Freunden von uns. Und da rutschte auch was raus und da ist mir was untergekommen. Suburbia von den Pet Shop Boys. Und das irgendwie, ich weiß nicht, hat das Lust auch nicht? Das ist wirklich auch so. Gibt man auch nicht so freiwillig zu, dass man die beiden Jungs cool findet, aber sind sie. Und wie gesagt, das war gar nicht nur dieses Go West und so weiter, sondern Suburbia. In Suburbia. Ich fand die auch geil. Ich hab die super. Ich hab die richtig viel gehört. Ja, total. Ja. Sogar noch ein Album von denen, aber das ist so. Ja. So, jetzt muss man sagen, das ist ein wichtiges Gefühl, wenn man über die Zeit spricht. Das ist dieses, ach ja, und weißt du was, und im Kopf denkst du, ach ja, weißt du, so ein T-Shirt hier von den Moorbuben, ja, hätte ich früher halt getragen, ohne dass es die ganze Zeit gespannt hätte und dass ich gespitzt hätte, ja. Ach ja, hätte auch geheißen, dass du halt jetzt hier nicht müde bist nach so einem Tag, ja. Ach ja, hätte auch geheißen, dass du gesagt hättest, Mensch, Phil Collins, dann spiel doch mal, mach doch an. Ja, also, ach ja. Aber ja, ich glaube, liebe Leute, liebe Gäste, lieber Georg, lieber Christoph, schön, dass ihr da wart und lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, ich glaube, dieses ach ja, das ist, glaube ich, das Gefühl, das wir mit dieser Show auslösen wollten. Deswegen, schön, dass ihr dabei wart. Es war, das haben wir noch gar nicht gesagt, Folge 21 von Wunschwort FM in der dritten Staffel mit dem wunderbaren Wort Pubertät. Wie gesagt, wir hatten, glaube ich, eine Menge, ach ja, Gefühl heute hier drin. Und ja, geil, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und würde ich auch sagen, schönen Abend und macht's gut. Und stay crass. Bis dann. Tschüss. Tschüss.